Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. In der letzten Folge, da haben wir ein paar Nebenquests gemacht, nämlich wieder mal von, wie ist er denn? Sokrates, nicht um meine Namen. Die Sache mit dem Pferde, die wisst ihr schon. Aber das haben wir eigentlich nur gemacht, um eine weitere Quest von ihm zu bekommen, nämlich hier bei dem Steinbruch. Und wir sind ja eigentlich immer noch hinter diesem einen Kultisten her, der hier in dem Steinbruch zu sein scheint, und ja, deshalb viel Spaß euch Katzen. Cooler Sonnenuntergang wieder mal. Ja, wie gesagt, den Kultisten kann man irgendwie nur aufspüren, wenn man die Quests macht. Ist gar keine Sokrates-Quest. Obwohl... dass unter Sokrates gehandelt wird. Wahrscheinlich kommt er gleich wieder um die Ecke. Mal sehen. Sehr freundlich. Gibt es jetzt schon Zuschauer, wenn wir bestraft werden? Das ist ja noch schändlicher. Ich habe nicht zugeschaut. Ich sah es rein zufällig. Du siehst einen Mann, der für seine Freiheit bezahlt hat und trotzdem ein Sklave bleibt. Das ist erlaubt? Mein Meister nannte mir einen Preis für meine Freiheit und ich sparte darauf. Jetzt, wo ich ihm das Geld gegeben habe, streitet er ab, dass es die Vereinbarung gab. Das ist nicht richtig. Ich werde ein Wörtchen mit ihm reden. Wirklich? Das würdest du tun? Mein Name ist Phaedon. Ich weiß nicht, wer du bist, aber die Götter müssen dich geschickt haben. Sie haben meine Gebete erhört. Das tun sie ja immer. Haben sie. Und du verdienst ihre Hilfe. Du hast etwas an dir. Etwas Besonderes. Das glaube ich gern. Wie auch immer, ich danke dir. Mein Meister sollte an der Silbermine sein. Wahrscheinlich überwacht er die anderen Sklaven dort. Wahrscheinlich ist er der Kultist, den wir suchen. Hast du schon immer ein Sklave? Von klein auf. Ich wurde am falschen Ort von der falschen Familie geboren. Ich wurde mehrmals verkauft. Und erst jetzt hast du genug Geld, um dich freizukaufen? Erst jetzt fand ich einen Meister, der sich darauf einließ. Ich hätte wissen müssen, dass er lügt. Es war meine einzige Hoffnung. Wirst du oft so ausgepeitscht? Öfter als du ahnst. Was hast du getan? Ich weiß es nicht immer. Zu langsam gearbeitet, jemanden schief angesehen, um Wasser gebeten. Manchmal tun sie es nur zum Spaß. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Ich rede mit deinem Meister und sorge dafür, dass er zuhört. Er ist kein guter Zuhörer. Bei mir ganz sicher. Yay. Okay. Wir müssen also nicht hier ins Dings rein. Noch nicht zumindest. Du siehst stark aus. Ich suche immer Leute, die auf Sklaven aufpassen, falls du Arbeit suchst. Ich habe schon eine Arbeit. Es geht um einen deiner Sklaven, Phaedon. Als würde ich ihren Namen kennen. Du verschwendest meine Zeit. Ich müsste gar nicht hier sein. Du verschwendest meine Zeit. So hat schon lange keiner mehr mit mir geredet. Spuck es aus, solange du mich noch amüsierst. Phaedon hat für seine Freiheit bezahlt. Gib sie ihm. Nein, das klingt nicht nach mir. Aber ich will großzügig sein. Tu etwas für mich, und ich gebe diesem Phaedon seine Freiheit. Und was? Du sollst deine Frau für mich töten. Ihre Familie bliebe ganz allein zurück. Aber der Kult des Kosmos besteht darauf. Du bist ein Mitglied des Kults? Wenn das stimmt, weißt du, wer ich bin. Du bist klüger, als sie dich dargestellt haben, Adlerfrau. Sag mir, warum ich dich nicht gleich töten sollte. Du könntest. Aber wenn ich sterbe, bleibt der Sklave ein Sklave. Und ich bin der Einzige, der weiß, wo seine Papiere sind. Warum soll diese Frau sterben? Oh, tut mir leid. Mir war nicht klar, dass du das wissen musst. Moment. Musst du nicht?
Phaedon sagte, du hast schon einmal dein Versprechen gebrochen. Das solltest du dieses Mal besser nicht tun. Sieh dich um. Ich habe viele Sklaven. Im Austausch gegen den Tod dieser Frau kann ich einen entbehren. Die meisten halten ihre Mitgliedschaft im Kult lieber geheim. Du kannst nichts dagegen tun, wenn du diesem, wie hieß er noch, helfen willst. Außerdem macht es die ganze Situation amüsanter, meinst du nicht? Du bist ein toter Mann, würde ich sagen. Ich mache mich auf den Weg. Töte die Frau oder nicht, deine Entscheidung. Aber wenn du deinem Sklavenfreund helfen willst, hast du keine Wahl. Die Freiheit des einen ist der Untergang des anderen. Mir missfällt es eigentlich, irgendeine Frau zu töten, wo ich nicht mehr weiß, warum. Vor allem... Wow. Das ist schon krass. Ich meine, vor allem eine Frau, die von einem Kultisten tot gesehen werden will. Das war ein komischer Satz. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Da muss ich auch mal verbessern gehen. Ich finde es immer doof, dass nur 4 Fähigkeiten pro Dings gibt. Cassandra! Welch Zufall, dass wir uns hier treffen. Es fühlt sich nicht nach Zufall an. Ah, dann möchtest du heute wohl über das Schicksal reden. Nein, nicht wirklich. Gut, ich hatte etwas anderes im Sinn. Attika ist groß. Und doch führt uns das Schicksal immer wieder zusammen. Ah, du versuchst wieder auf das Thema Schicksal zu kommen. Aber ich lasse nicht zu, dass du ausweichst. Also, wie viel hast du mit angehört? Oh, alles. Du musst eine schwierige Entscheidung treffen. Wie viel ist die Freiheit eines Menschen wert? Glaubst du, dass ein Leben mehr wert ist als ein anderes? Tja, so sollte man es nehmen. Und die Menschen sind auch nicht immer alle gleich. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Den ersten Atemzug machen wir alle gleich. Aber sind deine Atemzüge vergleichbar mit meinen? Meinst du nicht, dass der Atem von Perikles besser genutzt wird als der eines Mannes im Gefängnis? Perikles ist wichtiger, aber er ist auch tot. Es ist egal, welche zwei Menschen du vergleichst. Die Antwort bleibt dieselbe. Dann sind ein Priester und ein Dieb gleich? Ein Politiker und ein Kind? Ein interessanter Standpunkt. Ich habe genug gesagt. Ah, du hast recht. Ich weiß, dass du zu tun hast und dein Geist erschöpft ist. Das klingt nach mir. Dann geh. Es war mir eine Ehre, diese Gespräche mit dir zu führen. Mir auch, Sokrates. Hab ich... Was? Hab ich die etwa schon getötet, oder was? Ich habe... Okay. Was willst du? Ich werde niemanden töten, damit du Phaedon freilässt, wenn er längst frei sein sollte. Schön. Ich finde schon jemanden, der sie tötet. Und Phaedon bleibt mein Sklave. Ich werde ihn reich dafür belohnen, dass er so viel meiner Zeit vergeudet hat. Ugh!
irgendwie... Du verdienst schneller. Der Meister. Den haben wir platt gemacht. Die können wir jetzt auch enthüllen. Nichts entgeht den Augen des Kosmos. Nix der Schatten. Die Augen sahen alles, wurden jedoch von einer Frau angeführt, die kaum jemand je gesehen hatte. Wie nicht anders zu erwarten, war Nix nur einer der zahllosen Namen, die der Schatten trug. Begleitet wurde dieser von voll ausgearbeiteten Persönlichkeiten, Lebensumständen und Hintergrundgeschichten. Der Kult brauchte einen Niemand, einen gesichtslosen Agenten, der sich überall und nirgends aufhalten konnte. Und der Schatten war genau dieser Agent. Wo ist die jetzt? Ah. Stufe 28, das ist eigentlich machbar für uns. Können wir eigentlich heute auch noch machen. Jetzt haben wir 5 von 5 vom Schlangensatz. Das heißt, wir machen plus 30% Giftschaden und Schwächungseffekt. Vielleicht sollten wir da jetzt auch mal wieder das Gift einsetzen. Ja, das habe ich doch schon alles. Wer sagt das? Finde ich alles sehr komisch gerade. Okay. Was habe ich denn noch alles? Waffen. Ein Dreizack. Interessant. Jetzt haben wir schon 8 Fragmente. Ja, wir sollten dann auch noch auf die Insel gehen, um unseren Sperma zu upgraden. Upgraden. Dann gehen wir mal zurück zur Athena Akropolis und machen die auch noch platt. Da hätten wir dann schon einen von diesen ganz starken Kultisten platt gemacht. Und damit verliert der Kult sein letztes Auge. Ist sie nicht mehr möglich zu sehen. Hoffe ich zumindest. Dass das so funktioniert. Mir jetzt ein bisschen leid um den Sklaven, aber jetzt einen anderen Menschen deswegen zu töten, ist irgendwie nicht richtig. Wow. Thank you.
Das ist schon fast zu perfekt. Nix der Schatten. Ich mache mal eine Änderung. Nehme ich das hier. Damit ich da schnell hinkomme. Toll, ich habe dabei dafür gar keinen Punkt für. Das ist natürlich schlecht. Aha. Schlecht. Zu stark. Die sagt auch nichts, ey. Mann! Das hat zum Glück gereicht. In den Hades mit dir anschauen. Cool. Da haben wir schon einen Hinweis auf den Geist des Kosmos. Auf den. Die Anführerin wahrscheinlich. Weil die so eine Frauenmaske trägt. Also diese Athena-Politik. Das ist natürlich doof. Die Augen des Kosmos. Oh, 36.000 Erfahrungspunkte kriegen wir. Plus 40% Schatten bei Angriff von hinten. Nice. So, wir hätten hier auf jeden Fall noch einen Brison.
mich hinzu. Da ist einer. Da ist einer die ganze Zeit vor See. Aber ich würde sagen, ich gehe erstmal nur zur Schmiede. Und level meinen Speer ab. Der Maske zeigt. Und für doppelte, dreifache oder sogar vierfache Attentate. Ja klar. Easy. Und tot. Was? Anführer des Betrogen? Sag mal, war das überhaupt hier? Das war gar nicht hier, oder? Haha. ich bin doof. Das war. War das denn? Da war das. Ja, ich muss jetzt nicht unter Wasser navigieren, warum erzählst du mir das? Schlussball. Haben wir als klassische Herausforderung abgeschlossen. Das freut mich. Ich weiß nicht, was wir dafür getan haben. Hinten ist noch ein Fragezeichen. Was? Hm. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Ist auf Stufe 4 von maximal 6. Und wie bauen wir jetzt noch weiter? Sehen wir das gleich, kann ich das auch hier gleich hier sehen, wie viel ich brauche? Da brauchen wir jetzt noch 7 weitere Fragmente. Und bekannt sind uns noch 1, 2, 3, 4. Sinnvoll ist vielleicht mit dem weiterzumachen. Eine attischen Silbermine. Brief an Chimaria. Oh, Chimaira. Der Kosmos und unser gläubige Weiser zeigen sich erfreut. Der Sklavenaufstand in der Silbermine in Attika wurde niedergeschlagen. Die Leichen werden bald an Pfählen aufgehängt und wir haben die ganze Angelegenheit ausreichend gewalttätig und blutig werden lassen, um jeden Bauern im Land das Fürchten zu lehren. Dafür sollen wir belohnt werden. Das wird auch Zeit. Ich sage, wir schulden uns selbst einen guten Schluck. Lass die Welt in deinen Schuld stehen, Silbergreif. Der Typ ist also auch in der Silbermine in Attika. Ich frage es nur,
Ist das die einzige Silbermine hier in Attika, die hier? Es wird wahrscheinlich hier das sein. Dann wird er wahrscheinlich auch dort sein. Naja, Leute. Ich würde sagen, das war's erstmal von einer weiteren... Ich kann den jetzt nicht schon wieder verbessern. Das war's erstmal von einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. In der nächsten Folge weiß ich nicht, ob wir da schon noch weitere Kultisten jagen werden. Das wäre vielleicht sinnvoll, erstmal die Hauptquest weiterzuführen, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Mal sehen. Wie dem auch sei, bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen... Ich kann nicht mehr sprechen. Ja, ciao.